Oh, hi. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren epischen Part. Viere Emblem Sakratz Donuts. Im letzten Part haben wir alle weggerackt, die hier rumhängen. Und nun würde ich sagen, wir nehmen Ephraim den Schnuckiputzi und besetzen den Thron. Gib ihn. Prinz Ephraim, der Rest der feindlichen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Bringt mir einen der Gefangenen. Es gibt eine Frage, auf die ich unbedingt Antwort haben muss. Ich werde dir nun eine Frage stellen. Wenn du nicht wünschst, mir zu antworten, so bleib still. Doch wenn dir daran liegt, diesen Konflikt schnell zu beenden, wirst du kooperieren. Was wollt ihr? Warum ist gerade in Renais eingefallen? Ich kann es nicht sagen. Dieser Krieg begann auf Befehl des Imperators. Soldaten wie ich haben nicht den Funken einer Ahnung, worum es ihm geht. Dann beantworte mir dies. Wo ist General Duenel? In der Hauptstadt. Der General war von Anfang an gegen diesen Krieg. Er fleht den Imperator nun schon seit Tagen an, doch dieser ignoriert ihn. Man sagt, manche stellen die Loyalität des Generals in Frage. Doch er gefährdet seinen Stand und sein Leben. Dadurch, dass er diesen Standpunkt verteidigt. So ist das also. Nun, es scheint, als beliebe General Duenel immer noch ein ehrlicher Mann. Der ehrliche Mann, den ich kannte. Was mit Prinz Lion? Wo war er während all dieser Vorfälle? Warum hat er nichts unternommen, um die Aggression seines Vaters abzuwenden? Checkt man den Gerüchten Glauben. So war der Imperator Vigade von niemand anderen als dem Prinzen persönlich davon überzeugt, diesen Krieg zu beginnen. Was sagst du da? Es ist lächerlich, als ob ein Antagonist wird. Es sieht doch überhaupt nicht so aus. Ich kenne Prinz Lion sehr gut. Niemand hasst den Kampf mehr als er. Und er ist bestimmt kein Antagonist. Niemals würde er etwas tun, um all dieses Blutvergießen herbeizuführen. Prinz Ephraim, bitte beruhigt euch. Es tut mir leid. Die Gefangenen und das Fort überlassen wir Frelias Truppen. Seth, ich habe vor, so schnell wie möglich die Hauptstadt zu erreichen. Ich erwarte, dass wir früher oder später auf Duenel oder Lion stoßen werden. Ich bin mir sicher, wir können sie davon überzeugen, uns dabei zu helfen, Imperator Vigade aufzuhalten. Verstanden. Aber ich hege große Befürchtungen, mein Prinz. General Duenel und Prinz Lion sind beide Männer Grados. Wenn wir zu einer Auseinandersetzung mit ihnen gezwungen werden. Das wird nicht geschehen. Er ist bestimmt kein Antagonist. Duenel war mein Lehrer und ich weiß, dass er ein Mann von Charakter ist. Und Lion kenne ich bereits aus der Zeit, in der wir noch Kinder waren. Er ist bestimmt kein Antagonist. Er, Erika und ich sind alte Freunde und keine Antagonisten. Warte mal. Ich habe Verständnis für deine Bedenken. Wenn es zum Schlimmsten kommt und der blanke Stahl gezogen wird, werde ich keine Sekunde zögern. Ich werde kämpfen und jeden töten, der glaubt, sich mir widersetzen zu müssen. Bist du nun zufrieden, Seth? Ja. Ich entschuldige mich für meine Unhöflichkeit. Euer Vater ist nicht mehr unter uns. Das bedeutet, dass ihr nun König von Renais seid. Es gibt keinen anderen. Ich bitte euch nur darum, dass ihr euch nicht unnötige Gefahr begebt, wie einfach auf die Hauptstadt mit 7 Mann loszumarschieren. In die Hauptstadt des Feindes mit 7 Mann. Ich höre deine Worte, aber wir sind sicher schon 11 oder so. Die Entscheidungen, die ich treffe, betreffen mehr als nur mein Leben, sondern auch 11 weitere Leben. Sobald dieser Krieg vorüber ist, werde ich mit Erika Renais wieder aufbauen. Dies ist meine Mission. Ach! Was ist los? Du musst nach Frelia zurückkehren. Ich kann dich auf dieser Reise nicht mehr mit mir nehmen. Was? Nein, ich möchte bei euch bleiben. Nein, mach! Ich marschiere nun auf Grados Hauptstadt zu. Es wird sehr gefährlich werden. Ich kann dich nicht beschützen. Zumindest nicht so, wie ich es möchte. Alles kommt aus jener Richtung. Ich kann meine verlorenen Drachensteine fühlen. Und das ist noch nicht alles. Die dunkle Energie fließt noch immer ungehemmt. Solange sie die Luft verpestet, kann ich nicht nach Hause zurückkehren. Aber
Bitte, Ephraim. Also gut. Ach, ich kann dir einfach nichts abschlagen. Deine Augen erinnern mich viel zu sehr an Erika. Doch darfst du niemals von meiner Seite weichen. Verstanden? Ja, das werde ich nicht. Gerade Burgfried. Burgfriede? Burgfrieden? I don't know. Ba-da-bam. Düstere Musik. Selena. Eure Befehle. Ich bin bereit, Eure Majestät. In euren Diensten bin ich bereit, alles zu... Duenel ist nach Befroen aufgebrochen. Nehmt ein Bataillon und folgt ihm. Verstanden. Nachdem ich angekommen bin, stelle ich ihm meine Truppen zur Verfügung. Nein, das werdet ihr nicht. Ihr werdet Duenel erschlagen. Was? Duenel ist ein Verräter. Er hat von diesem Land den Rücken gekehrt und sich auf die Seite Renais geschlagen. Die Strafe für Verrat ist der Tod. Aber General Duenel, ein Verräter? Das ist unmöglich! Das muss ein Irrtum sein. Nein, ich wollte damit nicht zum Ausdruck bringen, dass ihr euch irren könntet, Majestät. Aber... Selena, ihr habt eure Befehle. Ihr werdet Duenel exekutieren. Eure Majestät, erlaubt ihr mir, euch eine Frage zu stellen? Als Euer Majestät beschlossen hat, mich als General einzusetzen, teilt ihr mir einige Worte der Weisheit. Ich kann mich klar an diesen Moment erinnern. Ihr sagtet mir, die Rolle eines imperialen Generals sei die eines Schildes, nicht die eines Schwertes. Wir sind hier, um unsere Bürger zu schützen, so sagtet ihr. Nicht unseren Nachbarn zu bedrohen. Ich habe eure Worte niemals vergessen, Eure Majestät. Ich trug sie stets in meiner Brust. Sie lenkten jeden meiner Taten als General. Euer Majestät, dieses Empfinden ist noch immer am Leben und... Geht. Ich nehme eure Befehle demütig zur Kenntnis, Euer Majestät. Ich bin eine Dienerin des Imperiums. Ich bin ein Vasall, Euer Majestät. Ich bin General Selena, der Flussbart des Imperium von Grado. Oh, Leute. Er spitzt sich böse zu. Das spitzt sich sehr böse zu. Kapitel 10. Verrat. Dring! Euer Monster. Okay, den Faggot Boy können wir mitnehmen. Wir können ja 2 Trinkexplosionen mitnehmen, bevor es weitergeht. Und das werde ich auch nutzen. Aber ich würde gerne erstmal meine Items verwandeln. Verwalten. Ja, die Stahllanze ist fast im Arsch. Ist ein bisschen doof. Fons, was haben wir denn hier noch so? Wir haben den Axtmeister, ist nicht verkehrt. Ah, ich glaube, Ephraim würde ich jetzt eh nicht gerade trainieren. Der Bruder hat die Meisteraxt, die kann er mal direkt weggeben. So. Joshua ist gut. Ihr Bogen geht langsam ein bisschen kaputt, aber ich würde den einfach gern behalten. Seine Wurfbeil geht auch langsam kaputt. Ich würde gern das Wurfbeil mitnehmen und seine alte Scheiße verkaufen. Ja, ich gebe dir auch mal eine neue Axt, ja, und verkauf die alte Scheiße. Brauchen wir alles nicht. Zack. So, ich würde gerne das hier weglegen und das Feuerjuwel verkaufen. Ja. Verkaufen? Ja, bitte. So, Ross, du verkaufst auch was. Nämlich deine Scheiß-Äxte, ja? Chappe auf die Äxte. 7 Gold wert. Leck mich doch. So, Gilliam ist Gürden. Ich würde ihm vielleicht die Fackel abnehmen, weil ich das vielleicht lieber einer flinkeren Einheit geben möchte. Loot, bräuchte mal neues Feuer. Haben wir noch Feuer? Bop-bam. Nein. Okay, dann gehen sie gleich Feuer einkaufen. Friends! Ist eigentlich gut. Ich würde ihn aber auch nochmal neu equippen. Ja, andererseits, die Waffen sind noch okay. Die kann er noch fürs Training benutzen. Der Langspeer ist scheiße, aber ich glaube, wir haben nichts Besseres, oder? Also, wir haben keinen anderen Langspeer, ne. Ja, dann bald den Rams. Nimm nochmal das Eisenschwert mit, dann kannst du damit noch kämpfen.
Ba-ba-baum. Oh, ihre Waffen sind voll am Arsch. Da muss ich auf jeden Fall noch einkaufen. Auf jeden Fall eine neue Eisenlanze, im besten Fall. Verkaufen wir mal die in Ramschi hier. So. Einfach damit wir mal ein bisschen Inventar haben und Zeug ausmisten. So, die Waffe wollen wir trainieren. Ich würde aber trotzdem gerne die Tempofeder von ihr abnehmen. Und allgemein vielleicht ein bisschen Zeug benutzen. Müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich Tana trainieren möchte. Ich gebe ihre Lanze erstmal weg. Ja, ich werde Tana nicht trainieren. Nee. Wir haben unsere Vanessa als die Goi-Waifu und die ist eh besser, ja. Aber ich nehme mal die Stahllanze. So. Sie kauft sich trotzdem eine neue Eisenlanze. So. Dann wollen wir uns mal die Fonts nochmal angucken. Was haben wir hier denn? Engelsrobe erhöht die KP. Tempofeder, Geschwindigkeit. Das ist auch alles an Stat-Verbesserung, das wir haben. Ich würde also Geschwindigkeit um 2 Punkte. Boah, ich würde lieber eine Schwäche ausgleichen, als eine Stärke noch mehr auszubauen. Vielleicht können wir also Gilliam mehr Geschwindigkeit geben? Ich meine, das wäre nicht verkehrt, wenn er gegen andere Ritter kämpft, mit dem Panzerbrecher, mit dem Panzerspeer. Ja, komm. Du kriegst das hier jetzt. Kannst direkt benutzen, mein Schatz. Ja, bitte. Und Loot könnte mehr HP vertragen. Oder vielleicht sogar Vanessa. Oder nein, ich hätte gerne, dass meine Heilerin halt sehr, sehr lange lebt. Deshalb, ich will auf keinen Fall, dass sie stirbt. Ich gebe ihr also die Engelsrobe. Ja, lecker. Okay. Gehen wir shoppen, Boys. Gehen wir shoppen. Kann ich eigentlich auch im Freda einkaufen? Nein. Okay, aber hier glaube ich. Ja, Arsenal betreten. Okay. Für Efraim hätte ich gerne noch eine Scheißlanze. Oh, die haben hier auch Langspeere. Lecker. Nehmen wir uns auch mal mit. Aber ich weiß gar nicht. Efraim hat gar keinen Platz. Items walten. Ja, dann gib mal die Scheiße weg. Oder nimmt er sich noch ein Langspeer? Einfach weil Fernkampf ganz schön nützlich sein könnte. Für eine Einheit, die eigentlich ja keinen Fernkampf nutzen kann. Bam! Bam, bam, bam. Alter, der Boy hat sogar eine Stahlaxt. Krasser Dude, ey. Kann mein Junge Ross eigentlich eine Stahlaxt tragen? Das ist jetzt die Frage. Bam, bam, bam. Wo ist denn der? Da. Okay, lass mal sehen. Kaufen. Bitte. Ja! Mein Bruder hier kann eine Stahlaxt tragen. Dann gönn dir. Ja, nee. Dann nicht mehr. Gut, die Stahlaxt nehmen wir uns mit. Eisenachs ja noch gönnen. Ja, sein Schild ist. Ja, der kämpft eh nicht so viel. Das ist schon okay. Feuer können wir hier nicht kaufen. Bam, bam, bam. Du könntest. Hier, verkauf du mal den Eulenlangspeer und dann kaufst du den. Nein. So. So, sehr schön. Ja, wir müssen mal ein bisschen upgraden hier. Einfach damit wir gut für den Kampf gewappnet sind. Franz ist gut. Moda hat noch Heim. Ja, die. Ja, gut. Vielleicht kann ich ihr auch eine Eisenlanze geben und einen Langspeer. Und dann kann sie vielleicht ein bisschen besser kämpfen und sich nicht so sehr in Gefahr begeben. Die Leichtlanze ist eher für Schnelligkeit. Der Rest ist so ein bisschen mehr für Damage. Das ist okay. Kann ich hier. Ne, der Laden für Magie ist da drüben. Ja, gut. Dann bärren wir diese blöde Sau mal weg. Warum auch nicht? Bling, bling! Scharmützel! Hört, hört! Okay. Ich möchte einen Wächter haben, der über die anderen wacht. Und, auch gerne schwache Einheiten, die ich gerne trainieren würde. Unter anderem würde ich gerne Amelia trainieren. Ja, sonst von denen hier, die nicht ausgewählt sind, eigentlich niemanden, ne? Forde vielleicht noch, aber der ist schon relativ stark. Ja, das ist okay. Schauen wir uns mal die Karte an und die Monster, die uns Level 6, Level 5. Damit sollten wir alles klarkommen. Das ist eine weiterentwickelte Einheit, ein Wiedergänger Level 5, aber seine Werte sind echt scheiße. Von dem her, das sollten wir hinkriegen. Ein Doggo. Das ist der Barbo, der ist Level 8 Skelettritter. Ja, die Werte sind aber auch scheiße. Kriegen wir alles down. Kriegen wir alles down, Kids. Okay. Wie gesagt, würde ich gerne Amelia trainieren. Hat der Mann. Okay, haben die irgendwelche besonderen. Oh, der droppt 10 Gold. Krass, Alter.
Haben die irgendwelche besonderen Waffen? Der Mann hat einen Stahlbogen, der ist ein bisschen gefährlich. Welcher ist das denn? Der hier, okay. Faulklaue, Eisenschwert. Sonst sind die alle richtig scheiße. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Der hier hat eine gute Waffe, alle anderen sind richtig scheiße. Damit sollten wir klarkommen. Gut. Die starken Nahkämpfer gerne zuerst. Ich würde auch gerne mal ein bisschen kaum die EP geben. Fernkämpfer hinten. Ja, die Formation sieht gut aus. Okay, wir speichern nochmal. Auch wenn ich hier etwas stirbt, dann ist es für immer tot. Aber wir gehören das Training. Bam, gib ihn. Ich weiß nicht, soll ich das Training offscreen machen oder habt ihr Bock, euch das anzusehen? Ich habe keinen Plan, wie das so aussieht, ey. Aber hey, können wir jetzt einfach mal gönnen. Wie würde das denn aussehen? 7 Schaden, wenn er trifft. Das ist unschön. Das ist wirklich, wirklich unschön. So, der Boy kann ja schon mal hier hinrennen. Und sich um den Moloch hier kümmern. Bam. Oh, shit. Ninja Zombie in the Hood. Würde ich meinen. Gut. Ich kann mein Boy hier nicht reinrennen lassen. Wie würde das dann aussehen? 3 Schaden, okay. Also, Ross könnte ich durchaus hier mal mit der Eisenaxt rangehen lassen. Bye. Sehr schön. Und sonst würde ich die anderen, glaube ich, eher auf mich zukommen lassen. Oh, der Boy kommt nicht so weit. Die Doggos kommen auch nicht so weit. Der Wiederjahr kommt halt, aber damit werden die Boys locker easy fertig, ne? So, alle anderen ist erstmal safe. Ich würde mal den hier noch hinstellen, damit der bereit ist, anzugreifen für den schlimmsten Fall der Fälle. Und dann würde ich einfach alle anderen mal so ein bisschen näher kommen lassen. So. Einfach, damit sie auch bereit sind und gleich vielleicht mal ein bisschen Damage dealen können, ne? Der Mann hat noch seinen nice Bliss, das ist gut. Heilerin bleibt hinten. Okay, gut. Lasst die Monster auf uns zukommen. So ein närrisches Forkvieh. Bling. Gut zu wissen, dass ich Langsperre kaufen kann. Das wird uns auf jeden Fall noch hilfreich sein. Guck mal, gehen ihr mit der Geschwindigkeit zu geben. Hat sich, glaube ich, gelohnt. Ey, jetzt kann der zweimal angreifen, das ist gut. Natürlich ein bisschen doof, ne? Die EP sind halt weg, aber wenn Gilliam erstmal EP kriegt und dann, keine Ahnung, super stark wird und ich ihn weiterentwickeln kann, dann soll mir das auch recht sein, tatsächlich. Sein Weiterentwicklungs-Item haben wir auch schon. Wir haben ja das Ritterwappen oder was auch immer. Das wird schon passen, Alter. So, Ross, mein Boy. Die Boys klären auf jeden Fall erstmal so die erste Linie der Monster. Was nicht unbedingt verkehrt ist. Und dann kann ich die anderen ja ein bisschen zukommen lassen, jetzt wo wir ein bisschen mehr Freiraum haben, wo so viele tot sind. Wow, 10 Gold! Krass, Alter, hey! Was für ein Leben. So, der geile Wiedergänger. Ich glaube, Ross wird ihn trotzdem töten. Auch wenn er erst eine weiterentwickelte Einheit ist. Aber guckt euch die Scheiße an. Ross ist einfach zu krass für die Welt, ey. Oh! Okay, nice. Dann können wir uns noch die geilen Wiedergänger-IP holen. Gut, das Kid kommt hier nicht ran. Eigentlich. Gideon, wie weit kannst du latschen? Nicht so weit. Egal, stell dich mal hier hin. Kümmere dich mal um den Moloch hier. Langsperre kann ich auch noch nachkaufen, ist egal. Und all die Monster, die hier rumrennen, die können Gideon nichts, ne? Deshalb, das ist schon okay, wenn ich ihn hier reinstelle. Und dann kann ich gucken, ob ich vielleicht Amelia angreifen lassen kann. Sie hat ja noch einen Fernkampfangriff. Vielleicht trifft sie, aber vor allem auch Ross interessiert mich hier. 9, 18, er kriegt 11 auf die Fraser. Aber sonst kann ihn niemand angreifen, deshalb. Sollte das eigentlich passen? Ja, dann greift mal an, mein Schatz. Hey. Kriegt aber noch ein bisschen EP und dann kann Amelia vielleicht den hier töten und dann kriegt sie voll das Zucker Level ab, Bruder. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Bam. Ba, 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 bam. Richtig weggereckt, Alter. Okay, dann können wir sie hier entstellen lassen und Bitte trifft, Bitte. Yes! Beste Waifu. Okay, gönn dir die geile EP. Guckt euch an, wie scheiße viel Erfahrung sie kriegt. Sie hat einfach direkt ein Level abbekommen. Voll. 100 Erfahrungspunkte. Gib ihn. Stärke, Geschwindigkeit, Glück. Alles gut. Okay, komm mal ein bisschen auf die Fraser bekommen. Wir haben ja noch unsere Waifu-Heilerin. Das ist okay. Die muss auch mal langsam Level 20 erreichen irgendwann mal. Das wäre auch sehr hilfreich. Einfach weil sie fucking nützlich ist, die Frau.
Ja, eigentlich, keine Ahnung, was hat der Mann für eine Waffe, ein Schwert, aber ist eigentlich egal, ne? Kann ich ja eigentlich meinen jungen Ross hinschicken und der rasiert einfach alles weg. Ja, ich kann ja auch erstmal zukommen lassen und gucken, ne? Ich meine, whatever. Vielleicht tötet Gilliam ja nicht alles, so. Sonst könnte ich eventuell meinen Boy Ross hier reinstellen und ihn Wurfball geben. Das geht auch ganz gut. So, die Waifu stellen wir hier in der Nähe hin. Döden. Döden! So, und die kommen alle ein bisschen näher. So, okay. Döden, döden. So, der Boy versucht Gilliams Rüstung anzukratzen. Ist ein bisschen süß, muss ich schon zugeben, ne? Also, das war wirklich ein lieblicher Versuch. Aber Gilliam ist so ein Biest, Alter. Der zerschmettert einfach alles. Der kennt da nix. Auch die Doggies. Oh shit, Alter, aber nicht so klar, ob er trifft. Und der Doggy lebt noch, krass, Alter. Können die anderen sich noch nice EP abholen. Vor allem Amelia möchte ich halt trainieren. Deshalb wäre es echt nice, wenn ich sie dazu bringe zu finishen. Also den Doggy meine ich jetzt. Dass ich mal einen Doggy finishen will, Gott. Was ist das für Zeiten? Sehr gut, mein Boy raus, kriegt ein Level Up. Sehr, sehr, sehr schön. Das sind halt alles EP, die uns entgangen wären, wenn ich hier jetzt nicht hingegangen wäre. Und dann hätten wir ein großes Problem. Vor allem, weil ich hier alles First Try schaffen muss. Deshalb, es ist nie verkehrt, so viel Erfahrung mitzunehmen, wie es geht. Sonst wäre ich der Arsch. Okay, sehr gut. Gut. Amelia Waifu. Oh, sie kommt nur so ran, okay. Ja, wir können ja mal versuchen, dass sie trifft. Bitte triff. Yeah! Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ach, diese unterentwickelten Einheiten, die immer noch so viel EP bekommen. Sie ist einfach schon Level 5. Das ist richtig gut. Okay. Ich würde vielleicht jetzt sogar so weit gehen. Und gehen wir hier hinstellen. Aber seine Ausrüstung ablegen. Das bedeutet, er kriegt jetzt auf die Phrase. Was aber nicht schlimm ist. Und dann trainiere ich einfach meine Fernkämpfer. Er ist quasi in der Wand und dann greifen die Monster ihn an. Und dann kümmern sich die Fernkämpfer darum, diese umzubringen. Denn unsere liebliche, süße Naomi müssen wir auch noch ein bisschen trainieren. Die ist erst Level 8. Und den Arthur-Jungen, der könnte auch ein paar Level-Ups auf der Brust vertragen, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Sonst können wir eigentlich Ross mal nach unten schicken. Mit den Schwertkämpfern zusammen. Und dann eigentlich mal die Ekligen kommen lassen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Stell dich du mal. Dahin erstmal. Ja, ist okay. So, dann kriegen die auch ein bisschen EP. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar nice Level Ups. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Scheiße, hat das den Langschwein immer noch ausgerüstet. Ach, Mann, ey. Immer dieser Gilliam. Ich dachte, ich könnte die Waffe ablegen. Das finde ich sehr toll. Aber nein, Gilliam muss wieder alles vernichten. Boah, ey. Der Fuckboy ist einfach schon Level 14, ey. Aber das war ein richtig gutes Level-Up, by the way. Geile 100 Gold, hey. Naja, vielleicht kriegen wir ihn ja auf Level 20, dann können wir ihn direkt entwickeln. Also wir können ihn schon mit Level 10 entwickeln, das heißt, wir können ihn schon längst entwickeln, theoretisch. Aber ich würde damit gerne noch warten, damit wir so viel Statuspunkte wie möglich aus der Klasse jetzt rausholen. So, was hatte man jetzt? Ein Eisenlanze, ist okay. Bling! Der Mann braucht einen neuen Langspeer, aber das ist kein Problem, den gönnt er sich. Alter, Gilliam den Speed zu geben, war so eine krasse Scheiße, ey. Der wreckt jetzt alles weg, ey. Obwohl die ganzen Untoten eigentlich relativ langsam sind, also, naja. So, wie sieht das aus? Der Gegner trifft sehr, sehr unwahrscheinlich. Und sonst kann ich den Jungen immer noch retten, also whatever. Treiben wir den Shit hier. Oh, 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 oh! Was für ein Ninja! Der Boy! Der Coin-Junge kriegt erstmal eine nice EP. Okay, Joshua, du kann ich auch hierher schicken und du bist quasi so eine Notreserve. Ich stell dich einfach mal hier hin. Ba, 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 ba. Ja gut. Eventuell könnte ich die Items nicht ablegen. Ja, mein Gott, ist eigentlich scheißegal. Stell dich mal dahin, Junge. Kann ich die echt nicht ablegen? Wegwerfen. Nein. Ach, Mann!
Ja, okay, whatever. Stell dich halt hier hin, ey. Wir können allen nicht hinter Gideon, ne? Ne. Okay, dann kann ich ja Amelia Waifu schon mal hier hinstellen. Die Waifu da hin, ey. Den Boy da hin. Und die Heilerin kann auch mal dahin gehen und chillen. Und mit ihren Waifus grillen. So. Das Monster hat einen Todeswunsch, wie es aussieht. Das ist okay, Alter. Mein Kolmjunge erdolcht das Fuckvieh direkt in die Brust. Bam, bam, zack, Schmerz. Und weg ist der Junge. Nice. Oh, es ist ein Wiedergänger. Das heißt, der wird wahrscheinlich überleben. Ja, der wird auf jeden Fall überleben. Selbst wenn Gideon Junge schon zweimal angreift. Oh, vielleicht kriegen wir noch ein geiles Amelia-Level ab. Das wäre geil, Alter. Hey. Die beste Waifu. Eventuell. Da, da, da. Und um die anderen Drax-Viecher, da kann sich eigentlich Gideon locker easy kümmern. Also, Happe auf die Viecher, Happe. Klar, unsere Waffen gehen ein bisschen kaputt durch das ganze Training, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Dann sind wir auf jeden Fall stark genug, um die Gefahren zu kümmern, die uns noch so bevorstehen. Oh, Alter, Kolm ist ungefähr so schnell wie sein Doggo. Krass, Alter. Okay, du könntest eigentlich mal aus dem Weg gehen, Kit. Ruine. Gibt keine Verteidigungs-Plus-Dinger. Der macht 10 Damage. Kolm mal 3 Dev, das würde überleben. Auch wenn er zweimal angegriffen wird. Das heißt, wir stellen den Jungen mal hier. Obwohl, wenn er von dem getroffen wird, eher nicht. Ach. Der Mann ist erst Level 8, der Mann ist Level 9. Das heißt, wir kämpfen einfach hier weiter. Okay. Oh, shit, daneben! Ah, shit, Mann. Der Doggo. Okay, aber ich würde sagen, wir lassen die weiter so kämpfen. Das ist schon okay. Ja, gut. Amelia, wenn ich bitten darf. Ach, komm schon, triff. Bitte, mach mich glücklich. Ja, okay, dann halt nicht, ey. Ja, okay, der kommt da eh nicht. Obwohl, der kann an Gilliam so ran, ne? Ja, der auch, ne? Ach, wie ärgerlich. Okay. Naomi, du bist Level 8, du bist Level 10. Ja gut, dann geh du mal hier hin. Du kannst sie nicht retten, oh mein Gott. Ja gut. Ach, ich weiß, was ich mache. Ich nehme sie einfach mit, hey. Und dann wird Naomi sich die EP einsnacken. Ja. Sehr schön. Alter, das war eine richtig nice EP. Geil. So, Naomi haben wir auch mal auf Level 9. Sehr, sehr, sehr schön. So, ein kleiner Level-Pipe für das heute, Leute. Ha, heute, Leute. Wow. Ah, das ist okay, es muss auch mal sein. Dödön. Badam. Badam. So, schlägt sich mal hier und ist alles chill. So, dann kümmert euch mal um den Doggo hier. Langsam, aber sicher. Oh, shit, Mann. Ja, Mann. Kolm ist mein Boy. Kolm ist mein Boy. Kolm ist mein Boy. Okay. Hey, Verteidigung, sehr schön. Okay, das ist die Scheiße, die ich brauche. Oh shit, der kann direkt von dem anderen Bad Boy angegriffen werden. Ja, bist alles chill, Alter. Schlätz. Dann, ah ja, der Wald gibt uns ja auch noch Verteidigungsbonus, das ist sehr gut. Okay. Na gut, komm, dann versuch mal einen umzubringen. Sehr schön, das will ich doch sehen. Das ist das Training, für das ich hier bin, verdammt. Okay, dann kann Yasharkun vielleicht der anderen, um sich um den anderen kümmern. Ich kann ja den mal mitnehmen, den Jungen. Ey, lecker. Und dann kommt Yasharkun einfach hier hin. Okay. Ja, prima. Tschüss. Schlätz. Sehr schön. Yasharkun hat zwar nicht so viele EP dafür bekommen, aber ist okay, Alter, ist okay. Ja, gut. Du kannst hier mal, ja, stell dich mal hier hin, Junge. Setz die Waifu ab, ja. Mach dich bereit auf ein bisschen Schizzle mal Dizzle. So, du stellst hier hin, du stellst dich da hin. Und du kommst hier hin, ja, lecker. Dö, dö, dö. Die kleinen Monsters können ja langsam ankommen. Aber ist alles richtig chill. Die geile EP gönnen wir uns. Und du weißt, vielleicht ist Gideon ja im nächsten Patch Level 20, wenn das so weitergeht. Der Mann geht ja richtig heftig ab, der Boy. Richtig krass, Alter, ey.
Sehr schön, da kann er sich nicht wehren und das heißt, es kann sich dann irgendwer anders DP gönnen. Dun, dun, dun. Und diese dramatische Musik bei diesen lamen Fuck-Monstern. Okay, der kommt auch nicht ran. Ja gut, kann man nochmal lassen, ey. So, Amelia, du machst das. Oh, hey. Können wir den vielleicht anschwächen? Kommt der Faggot eigentlich daran? Nein, das heißt, theoretisch könnten wir erstmal hier hingehen. Gucken, wie das aussieht. 8, 16. Okay, und Amelia kann das wieder vielleicht finishen. Sehr schön. Der Bull kann sich zwar wehren, aber hey, whatever. Happe. Oh, shit! Nami denkt sich so. Nein, du blöde Fotze! Die EP gehören mir! Woo! Alter, übertreib mal nicht, okay? Oh, Mann. Jetzt der Moloch da ganz alleine. Ja, ist okay. Lass mal einfach den jetzt finishen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Gilliam kann ihn ja mal vernichten. Ne, ist okay. Ey, okay. Oh, ey, der hat sogar... Der überlebt das sogar, der Skelettjunge. Vielleicht kann Amelia sich die EP gönnen. Ey, krass, Alter. Gilliam greift nicht mal zweimal an. What's up? Okay. Wie sieht das denn aus? Scheiße. Ich bin nichts anderes gewohnt, Amelia. Nichts anderes gewohnt, Alter. Okay, warte mal. Der Mann ist Level 10. Der ist eigentlich schon ziemlich gut. Ich würde, glaube ich, lieber die Waifu hier trainieren. Also schieß mal los, Waifu. Hey. Jetzt krittet die wieder, ey. Boah, war das kacke. Bam. Sehr schön. Okay, Amelia. Deine größte Stunde ist... Oh mein Gott, sie macht einen Schaden zu wenig. Mein Leben, ey. Ja, egal. Besser als gar keine EP. Bam. Sehr nice. Ah, immer noch ein Level up. Sehr schön. Sie lernt so schnell, Alter. Hey, und Verteidigung ab. Sehr schön. Okay, dann kann Arthur eigentlich den Finisher machen. Der ist zwar schon Level 10, aber Gilliam ist noch heftiger. Von dem her, bye. Bling, bling, bling. Die Soundeffekte im Hai. Ja! Okay, Leute. Hey, Waffenlevel up. Sehr schön. Aber ich würde sagen, das ist für heute von Fire Emblem Sacred Donuts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Vergesst doch bitte nicht, das Video zu bewerten und zu abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und dann verpasst ihr auch kein Video, okay? Ich werde Oscar jetzt noch ein paar Items verwalten und dann sehen wir uns direkt im nächsten Kapitel wieder. Bis dann, euer Klomann. Oh, das hat sich mein Kopf cool angehört. Bis dann, ciao.